An seinem 20. Geburtstag erhielt die Nachwuchshoffnung des österreichischen Skisports Daniel Dankelmeier aus Eichassach einen Chevrolet Cruze aus dem Autohaus Pfleger. Sicher im Verkehr unterwegs zu sein, ist ein wichtiger Begleitfaktor für einen erfolgreichen Wintersportler. Und Daniel befindet sich nach seiner schweren Verletzung bereits wieder im Aufbautraining. Daniel Dankelmeier, vorerst einmal alles Gute zum Geburtstag. Zu deiner sportlichen Chronologie. Du warst schon FIS-Weltranglisten-Jahrgangsbester in Super-G und Super-Kombination und hast auf der Reiteralm deinen ersten Europacup-Sieg gefeiert. Du bist ein aufstrebender Stern im Wintersport, hast aber einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Wie geht's dir jetzt? Danke, mir geht's sehr gut. Die Heilung hat super hingehauen. Jetzt befinde ich mich schon im Aufbautraining und steige schon bald einmal auf die Ski. Was sind jetzt so deine nächsten Ziele? Jetzt ist der Sommer. Wie wird es im Detail jetzt für dich weitergehen? Jetzt geht es weiter mal mit ein bisschen Technik fahren auf die Gletscherschaft. Und Konditionstraining ist eh schon, habe ich schon angefangen. Jetzt auch verletzungsbedingt, wie wichtig ist da der ÖSV als Partner, als Stütze, als Kraft im Hintergrund? Ist sehr wichtig, weil die Unterstützung ist perfekt gelaufen, weil die Versorgung von mir, die verletzt war und alles wie alles auf die Operation, die Ärzte, die Therapie, das hat alles super hingehabt in ÖSV, die haben das super organisiert. Jetzt stützt sich so eine Sportlerkarriere meistens auf mehrere Säulen. Jetzt hast du den ÖSV. Wie wichtig oder bedeutend siehst du da eigentlich Sponsoren? Ja, Sponsoren sind sehr wichtig auf dem Weg. Immerhin, wo ich mich befinde, da sind sie überhaupt sehr wichtig. Da verdienst du nicht so viel. Wir haben uns gedacht, vielleicht, dass wieder mal ein guter Skifahrer bei uns aus der Region nachkommt. Und wir hoffen damit, weil wir wissen, wie schwierig es ist, dass das speziell finanziell oder für so junge Menschen, dass er ein bisschen eine Basis hat, dass er mobil ist und dass er seine Ziele oder seine Veranstaltungsorte und Lokationen sicher besser und sicherer erreichen kann. Ja, wir wollen eben schauen, dass der Daniel möglichst sicher seinen weiteren Weg bestreiten kann und wünschen ihm alles Gute weiterhin und eine gute Fahrt mit dem Auto. Ist es wichtig, sowas regional zu machen? Ja, finde ich schon, vor allem junge Sportler, dass man die unterstützt aus der Region und vor allem Skifahren sowieso wichtig bei uns. Wir haben letzte Woche ein Gespräch mit Hans Knaus gehabt und ich habe ihn gefragt, was würdest du einem jungen Sportler mitgeben? Und er hat gesagt, du musst ein beinhartes Ziel haben, das du erreichen willst. Hast du so eins? Ja, Wasserziel und das ist einmal ein Sieg im Weltcup und mein größtes Ziel war einfach ein Sieg in Kitzbühel auf der Abfahrt.